Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Lenkert, es ist ja interessant, wie Sie Nahles zum neuen Chlorhühnchen machen wollen. Aber keine Angst, weder von CETA noch von TTIP kriegt man Pickel in Deutschland. Also vielleicht etwas ruhiger und etwas sachlicher an der Stelle. Ich beginne auch direkt mit einer guten Nachricht, weil das ist heute noch gar nicht gesagt worden. Der ausgeglichene Haushalt wird zur Normalität in Deutschland. Dass wir nun eine komplette Wahlperiode und darüber hinaus ohne neue Schulden auskommen, ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Klar ist aber auch, dass wir diese schwarze Null immer wieder gegen die Unverbesserlichen aufs Neue verteidigen müssen, die neue Schulden aufnehmen wollen auf die Kosten der jungen Generation. Dabei haben wir wichtige Ziele noch gar nicht erreicht. Die Bundesrepublik Deutschland hat immer noch einen Schuldenberg, und wir liegen immer noch 8% über den Maastricht-Kriterien. Das heißt, es gibt noch Aufgaben genug, bevor wir neue Schulden aufnehmen. Im Haushalt des Bundesumweltministeriums möchte ich zunächst auf den geplanten Stellenzuwachs eingehen. 92 neue Stellen, und ich bin froh, dass das Entfristungskonzept, was wir vereinbart haben, nun endlich umgesetzt wird. Der hohe Bedarf an neuen Stellen ist aber auch eine Folge der Verschiebung des Baubereiches aus dem Verkehrs- zum Umweltministerium. Erst 2017 und im letzten Jahr der Wahlperiode hat das BUMB genug Personal, um die neuen Aufgaben zu bewältigen und alle Synergieeffekte zu nutzen. Inhaltlich will ich gar nichts gegen die Ressortverschiebung sagen. Sicherlich gibt es da gute Verschränkungen, wenn wir an energieeffizientes Bauen und nachhaltige Stadtentwicklung denken. Aber das war vorher zwischen den Bereichen Verkehr und Stadtentwicklung nicht anders. Ich möchte nur die Gelegenheit nutzen, an etwas mehr Kontinuität zu appellieren. Die Bürgerinnen und Bürger verlassen sich darauf, dass der Staat seine Ressourcen verantwortungsvoll einsetzt. Daher hoffe ich darauf, dass in der neuen Wahlperiode es nicht zu so gravierenden Ressortverschiebungen kommt, nur weil ein Vizekanzler Sonderwünsche hat. Mehr Zuständigkeit, meine Damen und Herren, machen alleine noch keinen erfolgreichen Minister aus. Noch eine Anmerkung zum Stichwort Kontinuität. Regelmäßig müssen die Mitarbeiter der Bundesministerien in Bonn hören, wie hochrangige Politiker den Standort infrage stellen. Konkrete Pläne gibt es allerdings nicht. Die Staatsdiener am Standort Bonn sind aber dennoch stark verunsichert. Gerade von unserer rheinischen Ministerin und Berlin-Bonn-Beauftragten wundern mich diese Töne. Noch in diesem Jahr soll es also eine ergebnisoffene Bestandsaufnahme geben. Ich bin gespannt, Frau Hendricks, was Sie uns dann präsentieren werden. Im Programmhaushalt steht in diesem Jahr die Baupolitik zu Recht im Vordergrund. Bevor ich auf die einzelnen Förderprogramme zu sprechen komme, noch ein paar lobende Worte für die Initiative Reform Bundesbau, die Frau Hendricks in diesem Jahr angestoßen hat. Öffentliche Großprojekte sind in Verruf gekommen. Der letzte Neuzugang ist die Kölner Oper. Davor stritten bereits Stuttgart 21, die Hamburger Elbphilharmonie und der Flughafen Berlin-Brandenburg um die Spitzenplätze bei Bauverzögerungen und Kostenexplosion. Auch wenn in diesen prominenten Fällen der Bund gar nicht der Bauherr ist, ist es natürlich sehr löblich, dass das BUMB bei seinen Hochbauprojekten die Wirtschaftlichkeit erhöhen will. Das Berliner Stadtschloss zeigt ja, dass Großprojekte auch funktionieren können. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zum öffentlichen Hochbau ist die Städtebauförderung eine ausnahmslose Erfolgsgeschichte. Jeder Euro für eines der Städtebauprogramme ist gut investiertes Geld, auch wenn man es natürlich übertreiben kann. In den Eckwerten gab es ein Plus von 300 Millionen Euro, komplett, so sah es zumindest zunächst aus, für das Programm Soziale Stadt. Dabei ist das Programm Soziale Stadt bereits seit der Erhöhung vor 3 Jahren von 40 auf 150 Millionen Euro überfinanziert. Zuletzt mussten 2015 20 Millionen an die anderen Städtebauprogramme weitergegeben werden. Daher bin ich heilfroh, dass jetzt immerhin 50 Millionen Euro mehr an die Programme zum Stadtumbau gehen. Die aktuelle Evaluierung dieser Programme vom Mai dieses Jahres zeigt, dass das Geld dort gut aufgehoben ist. Im Gegensatz dazu schwingt beim Programm Soziale Stadt viel Ideologie mit. Ich hoffe sehr, dass die kurz vor dem Abschluss stehende Evaluation ohne ideologische Scheuklappen erfolgt ist. Auch die 40 Millionen Euro plus, die der Entwurf des Bundeshaushalts immer noch für Soziale Stadt vorsieht, wären bei den anderen Städtebauprogrammen vielleicht besser aufgehoben. Ob aktive Stadtzentren oder Denkmalschutz, ob Stadtumbau oder kleinere Städte und Gemeinden, diese Programme sind durchweg erfolgreich und konnten mehr Mittel gut gebrauchen. Oder, meine Damen und Herren, das wäre vielleicht die beste Idee, wir legen ein ganz neues Programm zum Thema Grün in der Stadt auf. Hier liegt sicherlich die Zukunft.
In meinem Wahlkreis habe ich 5 tolle Städtebauprojekte mit dem Ziel, die Attraktivität der Innenstädte von Brakel, Detmold, Höxter, Steinheim und Warburg zu erhöhen. Diese Programme ziehen erhebliche private Investitionen nach sich. So sieht gut eingesetztes Steuergeld in Deutschland aus, meine Damen und Herren. Die restlichen 200 Millionen mehr sind für das neue Städtebauprogramm Soziale Integration im Quartier eingeplant. Ich unterstütze diese Entscheidung ausdrücklich. Man muss jetzt viel Geld in die Hand nehmen, langfristig aber würden uns Versäumnisse deutlich teurer zu stehen kommen. Die Integration der zahllosen Flüchtlinge ist eine gigantische gesamtgesellschaftliche Aufgabe und der Bund leistet selbstverständlich seinen Beitrag. Daher ist es auch akzeptabel, dass der Bundesanteil bei diesem Programm höher ausfallen soll als bei anderen Städtebauprogrammen. Aber natürlich, und das dürfen wir bei der ganzen Debatte hier im Bundestag nicht vergessen, auch die Steuereinnahmen bei den Ländern haben sich in gleicher Höhe erhöht wie beim Bund. Außerdem fällt die Hebelwirkung des Programms deutlich niedriger aus, wenn Land und Kommunen wie bisher geplant nur 85 Millionen anstatt der sonst üblichen 400 Millionen zusätzlich beisteuern. Andererseits wissen wir natürlich um die Notlage in einigen Städten Deutschlands. Hier muss eine kluge Abwägung her. Der Fokus im Programm Soziale Integration im Quartier muss aber eindeutig auf investiven städtebaulichen Maßnahmen liegen. Die Finanzierung von Personal sollte anders als im Programm Soziale Stadt mit erheblichen Auflagen verbunden sein. Wir werden darauf achten, dass die Förderung nicht nur einzelnen Großstädten, sondern auch kleineren Städten und Gemeinden zugutekommt. Nicht zuletzt durch die Wohnsitzauflage, die aber von den Ländern leider nur schleppend umgesetzt wird, gibt es auch in ländlichen Integrationen ländlichen Regionen Förderbedarf beim Thema Integration. Die anerkannten Flüchtlinge, meine Damen und Herren, werden wie bekannt den Wohnungsmangel weiter verschärfen, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Das Wir umfasst Bund und Länder. Aktiv wird aber nur der Bund. Zusätzlich zu den Kompensationsmitteln, die wir bereits auf 1 Milliarde Euro verdoppelt haben, soll der Bund ab 2017 500 Millionen für ein Wohnungsbauprogramm zur Vermeidung von sozialen Brennpunkten zur Verfügung stellen. Die Fördergebiete sollen sich auf Regionen beschränken, die nachweislich Bedarf haben. Das ist gut, denn eine Förderung darf nicht entscheiden, ob Ost oder West, Nord oder Süd und erst recht nicht groß oder klein. Aber auch wenn jetzt der Bund aktiv wird, sollten die Länder ihrer Verantwortung ebenfalls gerecht werden. Das Jahr 2020 und damit das Ende der Kompensationszahlung für die soziale Wohnraumförderung rückt unweigerlich näher. Momentan ist die Strategie der Länder totstellen und gucken, was der Bund macht. Es ist kontraproduktiv, diese Strategie mit einer Forderung nach einer Grundgesetzänderung auch noch zu unterstützen. Wir müssen aber in jedem Fall die Vermengung von Verantwortlichkeiten vermeiden. Der Bund zahlt, hat aber keine Kontrolle, in was die Länder investieren oder ob sie nicht ihre Investitionen in gleicher Höhe reduzieren. Meine Damen und Herren, sinnvolle Förderprogramme erkennt man oft an der hohen Nachfrage. So ist es bei den KfW-Programmen zum Einbruchschutz und zum altersgerechten Umbau. Die CDU-CSU-Fraktion hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass wir die Zuschüsse für die Einbruchssicherung auf 50 Millionen verfünffachen und hoffentlich über 2017 hinaus fortführen. Beim altersgerechten Umbau besteht allerdings schon jetzt akuter Handlungsbedarf. Da muss auf dem Weg von Referat zur Ministerin irgendwo der Titel verloren gegangen sein. Es kann nicht sein, dass für ein höchst erfolgreiches Programm keine Mittel mehr für neue Einträge vorhanden sind. Notfalls müssen wir gucken, ob wir da umschichten innerhalb des Ministeriums. Und ich freue mich, dass Herr Lemme in die gleiche Richtung denkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Haushaltsberatungen öffnen auch immer den Blick auf das große Ganze. Als Vertreter des ländlichen Raumes erlauben Sie mir deshalb abschließend folgende Anmerkung. Die aktuelle Agrarmarktkrise setzt die gesamte Landwirtschaft massiv unter Druck. Das Konjunkturbarometer Agrar des Deutschen Bauernverbandes verdeutlicht dies eindrücklich. Die Stimmung in der Landwirtschaft nähert sich dem Rekordtief von 2009. Die Liquidität vieler Betriebe ist stark belastet. An Investitionen ist kaum noch zu denken. Doch gerade diese sind unverzichtbar, um zukunftsfähig zu sein. Die Sicherung einer nachhaltigen und zugleich bäuerlich-unternehmerischen deutschen Landwirtschaft liegt zunächst natürlich einmal in den Händen der Landwirten selbst und ihrer Marktpartner. Aber auch Politik und Gesellschaft sind gefordert. Politik steht in der Verantwortung, und da sage ich ausdrücklich parteiübergreifend, die wirtschaftlichen Realitäten zu berücksichtigen und der Landwirtschaft als einen bedeutenden Wirtschaftszweig den Rücken zu stärken. Wir müssen Investitionen ermöglichen und stärken, statt sie zu verhindern. Marktverdrängung ins Ausland hilft allen unseren Zielen nicht.
Ich warne ausdrücklich davor, den Wahlkampf auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern auszutragen. Arbeiten wir mit ihnen zusammen statt gegen sie. Dankeschön. Die Kollegin Bärbel.